Ja, hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Pikmin 3 Deluxe. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja. Louis ist abgehauen. Und wir wissen, was Olimar hier erwartet. Ja. Das wissen wir ja. Oh. Na gut, das hätte ich auch am Ende der letzten Folge lassen können. Oder wir nehmen es halt als Start für das hier. Olimars neue Abenteuer. Olimar und seine Crew kehrten voller Freude nach Hokotate zurück. Nur um prompt einen neuen Auftrag vom Präsidenten von Hokotate, Frank, zu erhalten. Es liegt an ihnen, die fehlenden Teile ihres Schiffes zu finden. Hey, am besten, Captain Olimar. Windu, Geru. Man sieht recht wenig. Kdö, verbi pak. Chopatü, konum kpa, pti. Okay. Ebenas Chaganehi, Aluf, Bad Nurun. Ebbaganassen, Ibenas Joran, Hochbade. Ah, das spielt direkt nach der Hauptstory. Pal, Chacho, Son de Bakoban. So Leute, unten Limas neue Abenteuer. Sind wahrscheinlich wieder 4 Tage. Die haben sich schon auf unsere Rückkehr gefreut. Und da war der Erste, der halt Bescheid wusste. Okay, alles Spinner. Pikmin. Teils wahrscheinlich. Olimar kommt nicht mehr von diesem Planeten weg. Er ist gezwungen, nur tagtäglich zu arbeiten. Okay. Dieses Mal muss ich das Schiff bergen. Okay, wir müssen erst die Pigments ausstöbern. Besten Freunde der Forscher. Okay, ich krieg jetzt Geld fürs Sammeln von Pigments. Das kann lustig werden. Dann kann ich sie richtig dort machen oder man kann halt komplett einscheißen. Bisher mache ich das, glaube ich, ganz gut. Helft denen da hinten mal, während ich hier pflücke. Die sind noch eine Weile beschäftigt. So. Die dürfen hier jetzt das Timer ausgraben. Den bekämpfe ich noch nicht, dafür komme ich mit der ganzen Truppe. So,
So. Allein gesammelt? Gut. So, das Vieh ist tot. Das ist jetzt auch tot. Jetzt muss ich noch meine einen Pigments hier aufsammeln. Natürlich auch ein paar rote. Schön, dass man den einfach über die Mauer werfen kann. So, holt es euch. Währenddessen kann Oli mal hier oben mal eben kurz sammeln. So, die Pigments, die ich habe, müssten ausreichen, um den jetzt umzubringen. Wer genau den jetzt kriegt, ist mir egal. So. Mit dem muss ich jetzt wieder da hoch. Kann den Pilz mal eben kurz kaputt machen. Das dachte ich mir nämlich, dass der sowas gibt. Ich kann beim Pflücken eben kurz helfen. Dann geht das hier schneller. Warum kommt die Armee nicht mit? So, jetzt muss ich wieder in zwei Truppen. Einmal eine hier dem Wassertrupp. Die andere der Landtrupp. Oh, doch nicht. Da kann man nicht lang. Warum auch immer. Warum? Warum rennst du überhaupt ins Wasser? Ich hab doch gesagt, du sollst da oben hin. Manchmal verstehe ich die nicht. Die CPU ist dumm. Die darf keine freien Entscheidungen treffen. So, gönnt euch. Da oben ist noch eine Knopfpriegel. Habe ich geholt. Ich muss auf jeden Fall die 100 erreichen. Nehme ich an. So, das war nicht versteckt genug. Wo steckt ein Pigment im Boden? Ja, hier stecken Pigments. So, 10 fehlen jetzt noch. Ist hier oben aus den Ecken heraus noch irgendwas zu finden? Nö. Ich denke mal, dann habe ich soweit alle. Jetzt muss ich die nur noch beisammen kriegen. So. Einmal einsammeln. Aus der Erde ziehen. Und geschafft. 100 Pigments. Das war meine Aufgabe. Habe ich prima geschafft.
So, 5 Platin-Medaillen. Unsere Landung hat die armen Pikmin erschreckt, aber sie haben sich wieder beruhigt. Leider haben wir uns verrechnet und sind wieder weiter von der Zwiebel entfernt gelandet als geplant. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, wo das Schiff ist. Wir sind von gefährlichen Raubtieren umgeben, doch wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Ja, sonst dürft ihr nicht nach Hause. So, Mission Nummer 2. Wir nähern uns einem Signal, das von einem Teil des Schiffes stammen könnte. Aber auf dem Weg dorthin müssen wir ein Gebiet voller Punktkäfer durchqueren. Auch anders kommen wir nicht weiter, also werden wir uns der Gefahr stellen müssen. Also ich versuche diese Woche auf jeden Fall ja, das auch durchzuziehen. Hier mit dem Bonusabenteuer. Ist das nicht das Bossgebiet? Diesmal muss ich Punktkäfer umbringen. Ja. Dann muss ich auf jeden Fall die verschiedenen Pikmin sammeln. So, die graben. Warum habe ich Louis eigentlich da hinten? Ich denke mal, hier muss ich nicht mal aufteilen. So, Hälfte mal graben. Ihr könnt da schon mal graben. Das ist eindeutig für Fels-Pikmin. So, ihr dürft da graben. Das ist für die Roten eindeutig. Ich sollte den da hinten jetzt besiegen können. Genügend Pikmin habe ich auf jeden Fall. So, ist hier noch was weiteres zum Graben? Hm. Da oben versteckt sich auch nichts. So, die Roten machen den Angriff. So. Den Rest werfe ich. So, Rote, Abtransport. Olimar, bleib mal da hinten. Kannst dann gleich mit dem Rest hinterher. Ihr dürft dem beim Tragen helfen. Ich sag das jedes Mal. So. Du hinterher. Die machen hier nämlich gerade einen guten Job. So, zack. Und ich denke mal, wenn ich anständig werfe, dann kriege ich den K.O. Den habt ihr euch verdient. So. Du und du. Ihr helft da beim Tragen. Keine Widerworte. Louis, renn da mal hinterher.
Renn schon mal voraus zur Zwiebel. So, läuft wunderbar. Irgendwo ist noch ein zweites Blatt hingerannt. Da ist eine Zwiebelkrabbe. So. Du kannst da graben. Die sind immer noch nicht angekommen. Ich wäre erstmal dafür, die hier unten umzubringen. Warten, bis der seinen Anfall beendet hat. So. Wir können jetzt graben. Die bringen da gerade Beute nach Hause. Hier brauche ich den zweiten Kollegen. Bomben. Kann ich gegen die einen da hinten gebrauchen. Stelzenläufer heißen die, glaube ich. Ich kann auch noch mal eben kurz warten, bis die ihren Job erfüllt haben. So, jeweils zwei können helfen. Dann bleibt es nämlich bei den Roten, aber sie tragen schneller. So, pflücken. Ich habe das Maximum offenbar erreicht. Da kann ich den jetzt hinterher schicken. Er kann einmal dahin. Währenddessen Bombenahoi. Ja. Du arbeite die Wand. So, die eine Bombe benutze ich auf jeden Fall hier. So, jetzt krieg ich. So, ihr dürft mitnehmen, Jungs. Wichtig ist, dass das große Vieh wegkommt. So, jetzt habe ich die Zweitarmee. Er hat schon ein bisschen vorbearbeitet. Zwei Bomben und da rein. Kabum. Zwei sind gestorben. Aber auch die sind tot. So, jetzt hole ich mir kurz die Pigments da oben, wenn ich den schon bei mir habe. Ihr dürft alle tragen. So, ihm wieder zur Zwiebel zurück. Er darf die Pigments holen. Heute wohl ein bisschen länger. So. Die Wand natürlich kaputt machen. Einmal noch, dann ist sie kaputt. Hier sind jetzt Pigments. Ich wollte gerade warten.
Weil ich hatte keinen Bock darauf, dass die jetzt alle sterben. Fragt meine kleinen Sklaven. Ihr sollt tragen. Man hat das Gefühl, die sind schwerhörig. Ich habe noch eine Minute. So, jetzt muss ich ganz schnell noch die restlichen vier Viecher umbringen. Ach, ich laufe in die falsche Richtung. Das Vieh ist tot, wir ignorieren es. So, stirb bitte. Pam, 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 pam. Wo ist das letzte Vieh? Das hat sich da hinten versteckt. Nein! Noch gestorben. Ich habe in der letzten Sekunde noch geschafft. Platin kann ich mir ruhig in meiner Freizeit holen. Hat noch funktioniert. Oh, ist sogar noch Platin. Okay. Ich würde sagen, das war's dann wieder für heute. Den Bericht lesen wir noch. Nun, wir haben das Schiff nicht gefunden. Es ist nicht einfach, bei all den Angriffen durch einheimische Kreaturen die Pikmin zu schützen. Aber sie werden alles für mich tun. Also schulde ich es ihnen, mein Bestes zu geben. Aber es könnte schlimmer sein. Immerhin habe ich meine Erfahrung recht passable Ausrüstung. Und Louis. Damit bin ich im Nu wieder zu Hause. So, Leute. Das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Sikorsky.